Sie, Amber Heard, hat sein Leben ruiniert. Das sagt vor 24 Stunden die Anwältin von Johnny Depp im Schlussplädoyer eines Prozesses, der zu dramatisch, zu peinlich, zu filmreif ist, um nicht fasziniert hinzugucken. Und Amber Heard, ihre angeblich schauspielerischen Leistungen ernten vernichtende Kritiken. Zu theatralisch seien ihre Aussagen, ihre Mimik, ihre Gestik, um noch ansatzweise glaubwürdig zu sein. Aber ist das fair? Unser New York-Reporter hat sie privat kennengelernt. Und was er berichtet, hören Sie selbst. Doreen vom Hagen. Amber Heard gestern Morgen kurz vor Verlesung der Schlussplädoyers im Gretel-Look. Als ob sie damit die Abgründe, die sie und ihr Ex-Mann Johnny Depp hier vor der Welt ausgebreitet haben, irgendwie vergessen machen könnte. Noch nie haben wir so viel Privates und vor allem Schmutziges über zwei Hollywood-Stars erfahren. Man könnte meinen, Geheimnisse gibt's nicht mehr. Falsch. Sie ist die Verrückteste, mit der ich je zu tun hatte. Die Erlebnisse des New Yorker Society-Experten mit Amber Heard lassen Gerichtsszenen wie diese in einem ganz anderen Licht erscheinen. He's black, I couldn't see him. Thing I've ever had to go through. He thought he was punching me. Nur, wie konnte es so weit kommen? Amber Heard wächst hier am Rande von Austin in Texas auf, kleinbürgerlich. Hollywood ist für sie ein großer Traum. 10 Jahre kämpft sie, um hier zu landen, mit eisernem Willen. Das wird in einem ihrer ersten Interviews deutlich. Es braucht eine Entschlossenheit, die dir niemand einflößen und niemand wegnehmen kann. Denn du musst bereit sein für jede Art von Ablehnung. All kinds of rejection. Ablehnung ist das Stichwort, denn die erfährt Amber Heard schon früh. Durch ihren Vater, einen Pferdezüchter, der statt seiner Tochter lieber einen Jungen gehabt hätte. Er lehrt sie, tough zu sein, sich durchzusetzen. Er konnte wirklich gut mit Pferden umgehen und ich war der Sohn, den er nie hatte. Also war es meine Aufgabe, im Sattel zu bleiben. Statt mit Freundinnen zu spielen, zähmt Heard wilde Pferde, doch sie will früh mehr. Die Welt sehen, raus aus Texas und weg von ihrem Vater. Mein Vater war meiner Mutter gegenüber gewalttätig. Sie haben sich sehr geliebt, aber er war sehr gewalttätig bis zum Schluss, bis sie gestorben ist. Erzählt Heard in einer Anhörung 2020. Sie ist es also von klein auf gewohnt, Liebe mit Gewalt zu koppeln. Zudem ist ihr Vater Alkoholiker. Ihre Antwort damals heißt Flucht, die Flucht nach Hollywood. Mit gerade mal 17. Sie hetzt von einem Vorsprechen zum nächsten, bis sie anfängt... Ein paar wirklich anständige Leute zu daten. Einer von ihnen ist ein Hollywood-Produzent. Wahrscheinlich bekam sie da die Idee, dass es wichtiger ist, mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, als eine gute Schauspielerin. Der New Yorker Society-Experte Jens Spiesbach hat seine ganz eigenen Erfahrungen mit Amber Heard gemacht. Er arbeitet seit 20 Jahren als Promi-Reporter, aber so etwas hat er noch nicht erlebt, sagt er. Es war 2016 auf einem Event in Los Angeles. Sie war jemand, mit dem ich mich nicht mal in einem Raum voller Leute wohlgefühlt habe. Damals ist Amber Heard frisch von Johnny Depp getrennt. Sie kommt an der Seite von Cara Delevingne. Und irgendwie hat Jens Spiesbach das Gefühl, dass die beiden mehr verbindet als Freundschaft. Er interviewt zunächst Delevingne. Alles war prima, bis Amber auf einmal in unser Pressefoto reinplatzt. Wir haben uns dann wieder an den Tisch gesetzt und dann ist sie ausgeflippt. Sie hat das Besteck auf den Boden geworfen. Mich beschuldigt, ein Alkoholiker zu sein, weil ich nichts getrunken habe. Ich sagte, hör mal, ich trinke nichts, weil ich hier bin, um zu arbeiten. Sie sagte, du musst in den Entzug, du bist Alkoholiker. Ich meine, so richtig aggressiv. Sie drängt ihn, sie zu interviewen. Doch als er das machen will, rudert sie zurück. Sie nimmt auf einmal meine Kamera und baut sie auseinander, nimmt das Licht ab, den Chip raus und ich frage sie, was machst du? Und sie sagt, wenn du mich nicht interviewst, brauchst du auch keine Kamera. Jens Spiesbach beschreibt sie als eine zerstörerische Kraft, die alles kontrollieren will und für Streit sorgt, um im Mittelpunkt zu stehen. Aber würde Amber Heard so weit gehen, ihren Ex-Mann Johnny Depp der häuslichen Gewalt zu bezichtigen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen? Das vermuten viele Kritiker bei Szenen wie dieser. Er hielt eine zerbrochene Flasche an mein Gesicht, an meinen Hals, meinen Unterkiefer und sagte, er würde mein Gesicht zerschneiden. Spidey, der einen YouTube-Kanal betreibt und schon hunderte Kriminalfälle untersucht hat, sieht bei Amber Heard viele Auffälligkeiten. Allein diese Schilderung hier enthält für ihn mehrere Warnsignale. Wenn ich den Raum verlasse, habe ich das Gefühl, ich verlasse ihn. Er sagt dann, hey, wo gehst du hin?
Das ergibt keinen Sinn. Wenn sie von ihm weggeht, ihn verlässt, ich glaube, was sie sagen will, ist, dass er hinter ihr herkommt, aber sie macht einen Fehler und sagt, er geht von mir weg. Ich denke, dass ihr Gehirn für einen Moment blockiert ist und sie die Wahrheit erzählt. Denn oft war es so, dass Depp Streitigkeiten aus dem Weg gehen wollte, Amber ihn aber nicht gelassen hat. Das belegen Tonaufnahmen. Zudem nimmt sie öfter durch Bewegungen wie diese hier die Rolle des Aggressors ein. Er zieht mich am Arm an sich heran, immer noch über die Vorwürfe schreiend. Ein Verhalten, das für Opfer untypisch ist. Ein weiterer entlarvender Moment für den Experten, dieser. Als Amber Heard über ihren ersten Filmkuss mit Depp spricht, fragt ihre Anwältin, hat er seine Zunge benutzt? Yes. Ja. Heard lächelt, als würde sie diesen Moment nochmal durchleben, in Freude. Opfer häuslicher Gewalt aber neigen dazu, auch schöne Erinnerungen mit ihrem Peiniger mit Abscheu zu verbinden. Auffällig auch ihre Theatralik, die viele Beobachter emotional nicht erreicht. Ihr Verhalten, ihre Körpersprache, ihre Sehnsucht danach, ihren Schmerz rüberzubringen, den sie vermeintlich durchlitten hat, aber du fühlst keinen Schmerz. Leute können dir eine Geschichte erzählen ohne große Mimik, aber es bricht dir das Herz, weil du fühlst, dass es echt ist. Sie aber hat alles gegeben und nichts ist angekommen. Dr. Curry, die Psychologin, die Heard im Rahmen des Verfahrens viele Stunden untersucht hat, attestiert der Schauspielerin unter anderem Borderline, eine Persönlichkeitsstörung, die mit passiver Aggressivität einhergeht, mit Gefühlsschwankungen und der unterschwelligen Angst, verlassen zu werden. Passend dazu, Heards Spiel, Johnny Depps Kleidungsstil zu kopieren. Heard hofft dadurch, mit Depp eine Verbindung eingehen zu können. Sie kann es nicht ertragen, dass er sie keines Blickes würdigt. Schlimmer noch, die Reaktionen in den sozialen Medien. Regularly, if not daily, thousands since this trial has started people mocking my testimony about being assaulted, making fun of my... Amber Heard wollte immer nur gesehen und geliebt werden. Etwas, das ihre Eltern und vor allem ihr alkoholkranker Vater ihr offenbar nicht geben konnten. Und unabhängig davon, was sie wirklich durchgemacht hat und wie das Urteil kommende Woche ausfällt, es scheint, Amber Heard habe bereits verloren. An Ansehen, an Glaubwürdigkeit, alles, wofür sie je gekämpft hat. Und dafür kann sie einem leid tun.